bin der Alex hier, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Let's Show von Evil Bern Rise of Ravens. Ist jetzt gerade taufrisch in den Google Play Store gekommen, natürlich kostenlos. Ich habe mich da schon vorregistriert und das war ewig lange. Das war bestimmt ein Monat, wo man sich da vorregistrieren konnte und das ist nicht erschienen. Es ist einfach nicht erschienen und jetzt letzte Woche war es dann soweit. Ist ein Hack'n'Slash, also könnt ihr vorstellen wie Diablo. Gibt es ja eigentlich genug im Google Play Store, aber ihr seht es ja schon hier. Also es hat, seht ihr schon, oh, hat dicke Brüste. Ich meine natürlich, hat eine schöne Grafik auf jeden Fall. Das Schöne daran ist bei dem, dass es nicht so pay to win ist. Also man kann natürlich echt Geld ausgeben, aber man kommt doch wirklich bis jetzt so der Level Progress. Das ist, oh, was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Heroisch. Also der Level Progress geht echt smooth von der Hand und man bekommt auch immer schöne Rüstung. Also man muss da nicht wirklich derb lange farmen und derb lange leveln, bis man da mal was bekommen hat. Ihr seht ja hier, Helden Raven Rüstung habe ich jetzt bekommen, Tag 7. Ich nicht schlecht, ne? Kann man so lassen. Und es macht wirklich Spaß. Also ich spiele das fast lieber auf dem Tablet, weil da einfach das ganze Interface besser zur Geltung kommt. Ihr wisst ja bestimmt, bei solchen Spielen, wo man Charakter leveln kann, wo man bessere Ausrüstung findet, gibt es natürlich andere, verschiedene Stufen. Normale Rüstung, dann gibt es die grüne Rüstung, dann blaue Rüstung und mir fallen gerade einfach die Namen nicht mehr ein. Und dann kommen jetzt die lila Rüstung, heroisch, dann gibt es noch rote Rüstungen und dann das höchste ist halt Mystik, die sind dann gelb. Aber seht ihr schon, guck mal, was ich hier an heroischen Rüstung bekommen habe. Auch schon hier, das ist, oh, die ist sogar schlechter. Krass. Also es ist nicht, also man wird dafür belohnt, dass man spielt, ja. Und wie gesagt, nicht bei den anderen Spielen so, dass man da wirklich dann schon noch ein paar Stunden echt Geld ausgeben muss, damit man dann irgendwie vorankommt. Ist ja eigentlich nicht so. Also deswegen gefällt mir das auch. Ja, und dann gibt es natürlich hier die Arena, wo man gegen andere spielen kann, auch so mit Level-System und so. Das geht, glaube ich, eine Woche und dann kriegt man Belohnung dafür, bla bla bla. Kennt man alles, Gilden, Kriege gibt's, einen Shop, wo man dann für Ingame-Währung, für die Juwelen Sachen kaufen kann, Schmiede, wo man die Sachen verbessern kann, Verlies, das ist immer täglich, da kann man auch noch Belohnungen holen, tägliches Verlies, bla bla bla, Schlacht ist dann auch sowas wie World Boss, der immer täglich oder wöchentlich ist und Freunde, alles Codex und ihr seht alles, ein Codex kann ich mal kurz zeigen, weil es gibt drei verschiedene Charaktere, mit denen man spielen kann, das ist einmal ein Krieger, das ist so der ausgeglichenste und das ist auch ganz nice gemacht, ihr seht ja so die ganzen Spezialrüstungen. Genau, hier steht es sogar nochmal. Also es geht los bei gewöhnlichen Rüstungen, dann fortgeschrittene Rüstungen, dann seltene Rüstungen, heroische Rüstungen, legendäre Rüstungen und mythische Rüstungen. Und die sehen schon, sehen nice aus, ne? Man sieht auch richtig so, welche besser ist, das sieht man gleich auf den ersten Blick. Auf jeden Fall, das ist der Krieger, der ist am ausgeglichensten, ach leck mich doch am Arsch. Ich spiele mit der Kara. Das ist so eine bewegliche Doppelschwertkämpferin, macht viel Damage, steckt aber wenig ein. Und der Vango, der steckt viel ein, macht aber wenig Damage. Oh, guck mal, ey, das sieht schon heavy aus, oder? Also wenn man da mal hier volles Mystik-Set hat, dann, boah, leck die Waldfee, Alter. Da kann man bestimmt richtig ranklotzen. Und ich zeige euch mal schnell ein Abenteuer, also sprich die Mission. Da gibt es einmal die Season 1. Herrscher der Finsternis und dann die Season 2, die habe ich noch nicht freigespielt. Ich weiß noch gar nicht, ob es die generell gibt. Und ja, man wählt dann halt hier die Mission aus, die man haben möchte. Ich mache jetzt mal einfach ihr wisst schon, was ich möchte, ne? Der Dämonenfürst. Was auch ganz nice ist, ist, es gibt eine richtig schöne Story. Manchmal nervt es wirklich, dass da so viele Zwischensequenzen kommen, aber lieber so, als wenn gar keine Story ist. Also so ein bisschen Story bei solchen Spielen tut immer wirklich ganz gut. Lade, 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 hallo? Manchmal hackt es noch ein bisschen, aber ich glaube, das wird noch mit einem Update behoben. Ah. Im Dorf des Herzogs kommen Leute, stellst du dir fest, dass sie morgen so schnell aufhören, denn der Zauberer wird sich dann noch über die Herkunft und Monster vermissen. Ihr habt's verstanden, ne? So, am Anfang ruckelt's immer ein bisschen. Is there no end to these monsters?
Blablabla. Und solche Einführungen gibt es immer. Ich mache immer Automatischkampf, also sprich, die rennt immer zu den nächsten Gegnern. Und dann seht ihr hier die drei Spezialangriffe. Ich bin immer zu faul, selber zu laufen. Entschuldigung. Und das sieht schon echt, echt nice aus, oder? Also da kann man... Da kann man echt nichts sagen. Ja, und so prügelt man sich dann halt durch die Level. Die sind immer nicht ganz so lang, die dauern höchstens so 2-3 Minuten. Am Ende kommt dann immer noch so ein kleiner Boss oder beziehungsweise ein größerer Boss, je nachdem, wo man gerade in der Story ist. Und so geht es halt vorwärts. Und dann sammelt man Juwelen, da sammelt man schwächere Rüstung, mit denen man die bessere Rüstung aufwerten kann und die dann verbessern kann. Ist wirklich eigentlich ganz nett anzusehen. No, okay, und dann geht's los, bam, das ist jetzt der Endboss vom Level, also ihr seht schon, es ist wirklich nicht lang, wenn man mal auch wirklich ein paar Minuten Zeit hat. Kommt raus, kommt raus! Bla 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 bla, bla 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 bla, bla bla bla, bla 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 bla. Und das war eine Mission. Da kommen jetzt keine Belohnungen, okay, weil ich das schon mal abgeschlossen habe. Ja, und das war eine Mission. Ja, und wie gesagt, so geht es dann nach und nach immer peu à peu weiter. Ich muss mich da auch noch ein bisschen mehr reinfixen mit den Gildenkriegen und hast nicht gesehen. Aber bis jetzt macht das echt Spaß. Und ich, also wie gesagt, zumindest auf dem Tablet, weil irgendwie auch auf dem Tablet, der hat einen Intel-Prozessor, da läuft das wirklich flüssiger als auf dem Note 4. Ich weiß nicht warum, obwohl das eigentlich schlechter ist. Keine Ahnung, aber wie gesagt, auch weniger RAM, aber läuft besser. Von daher werde ich das auf jeden Fall auf dem Tablet lassen, auf dem Handy weiß ich einfach nicht, weil es ist für mich dann schon wieder so ein stationäres Spiel. Ja? Und Tablet ist halt zu Hause, da kann man sich mal auf die Couch setzen und eine Stunde spielen, aber so für unterwegs ist mir das dann auch schon wieder, ehrlich gesagt, vielleicht zu viel. Wir gucken einfach mal. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen und vielleicht mache ich nochmal das ein oder andere Video, wenn es euch interessiert. Ergo, wenn es euch interessiert hat, lasst ein Like da unter dem Video. Wenn euch der Kanal gefällt, abonniert mich ruhig mal. Das wäre echt nicht verkehrt, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr andere Spiele kennt, die ich mal testen sollte, die mir einfach nicht ins Auge stechen, dann schreibt es in die Kommentare, da werde ich mir die mal angucken und dann früher oder später wirklich auch dazu ein Video machen. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal raus, weil heute ist bombiges Wetter und Mich freut es, dass ihr das Video bisher geschaut habt. Ich habe einen Faden verloren. Ich sage einfach lieber mal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's da rein! So, das war's mit meinem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich alles mit mobilen Geräten mache. Ich tue die auf mobilen Geräten aufnehmen, ich tue die auf mobilen Geräten bearbeiten und ich tue die auf mobilen Geräten uploaden. Puh, von Arsch, oder? Eigentlich was Neues einfallen lassen, oder? Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommi da, lasst einen Like da. Und wenn ihr ganz krass seid, hier unten seht ihr das aufgelistet, auch ein schönes Video, damit ihr für ganz dumme auch wisst, wie das funktioniert. Könnt ihr mich abonnieren, würde mich tierisch freuen. Das ist immer ein schönes Zeichen dafür, dass euch die Videos gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.